mit dem lachenden, weinenden Auge. Natürlich fast 4 Wochen Pause für die DEL. Ist logistisch schon eine Herausforderung für die Clubs. Aber andererseits natürlich was Tolles, wo wir auch mit dem DEB darauf hingearbeitet haben. Versucht haben, ja auch die Spieler dann fit zu machen, dass sie die Quali letztes Jahr schaffen. Und das war schon sehr, sehr wichtig fürs deutsche Eishockey. Also freuen wir uns wieder auf eine sowohl national als auch international spannende Saison. Die Nationalspieler werden ein bisschen im Fokus stehen und für den ganzen Eishockeysport ist es natürlich auch wieder eine gute Gelegenheit, sich dem breiteren Publikum bei Olympia zu zeigen und die Möglichkeit wollen wir natürlich auch ausnutzen und wahrnehmen. Das ist natürlich wirklich ein logistischer Aufwand und für die Spieler, die dann da spielen, eine Strapaze, aber auch eine Riesenehre. Wir sind dann vermutlich mit fast allen Spielern der deutschen Mannschaft werden aus der DEL kommen. Momentan haben wir auch die ein oder anderen Tryouts von unseren Legionären für Team Kanada, Team USA, da die NHL-Spieler nicht kommen, sodass vielleicht auch der ein oder andere Spieler oder ausländischen Spieler noch da auf den Olympiazug aufspringen kann. Und wenn wir dann nachher mit 30, 35 Spielern bei der Olympiade sind, dann ist das natürlich eine Wertschätzung. Olympiade ist was ganz Tolles und da hoffe ich natürlich, dass ich auch wieder dabei sein kann.